Im Ortsteil Meschenich, genauer gesagt am Kölnberg, einem der berüchtigsten sozialen Brennpunkte Deutschlands, hatten Willi und Carola nach 3 Jahren Obdachlosigkeit eine Wohnung gefunden. Auch wenn da die Mieten günstig sind, aber nee. Aber trotzdem, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich trotzdem irgendwas kriege. Ich gucke jetzt gleich auch nochmal. Ne, und dann kann ich mal gucken, dass ich schon was rausschicke. Ja, mach das. Susi, zahlt der Willi dir gerade Miete oder ähnliches? Nein, das verlange ich auch nicht. Der soll erst mal gucken, dass er selber klarkommt. Wovon lebst du? Ja, ich krieg Geld vom Sozialamt Grundsicherung und ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt. Also so aufstockend. Ich tue aber beim Essen mit dabei. Weil da haben wir so abgedeichselt und so weil ich tue ja wenigstens mit dabei. Ich bin ja keiner, der auf andere Leute Kosten lebt, so wie andere Leute. Das mache ich nicht. Länger als 6 Wochen darf Willi hier nicht wohnen, sonst droht Ärger mit dem Vermieter. Wird er schnell genug eine Wohnung finden? Deutschland, Deutschland ist das alles. Stuttgart. Die schwäbische Metropole zählt zu den wohlhabenderen Städten Deutschlands. Doch auch hier sind rund 40.000 Menschen auf Hartz IV angewiesen. Zu ihnen gehören auch Leon und Melanie, die wir vor 4 Monaten kennengelernt haben. Melanie war zu der Zeit gerade im 8. Monat schwanger. Ich bin Leon, bin 21 Jahre alt. Ich bin Melanie, bin 24 Jahre alt und zusammen leben wir von 926 Euro Hartz IV. Deutschland, Deutschland ist das alles. Ich habe einfach keinen Bock zu arbeiten. Und ich habe keine Lust mehr mit Arbeit, meine Knochen kaputt zu machen. Ja. Yeah, yeah. Seit unserem letzten Besuch hat sich einiges getan. Melanie und Leon wohnen zwar noch in ihrer alten Wohnung, doch inzwischen sind sie verheiratet und Sohn Noah ist auf der Welt. Wie man sieht, ich bin nicht mehr schwanger. Der Noah ist da, ich habe die Schwangerschaft so einigermaßen gut über die Runden gebracht, ebenso die Geburt. Da, das war 5 Minuten nach der Geburt. Erzähl mal, wie war die Geburt? Ich wusste, dass es anstrengend wird, aber dass es so schmerzhaft wird, bei mir habe ich nicht geahnt. Bei der gemeinsamen Kreißsaalbesichtigung vor 4 Monaten klang das noch etwas anders. Melanie, hast du Angst vor der Geburt? Nö, ich habe von nichts Angst. Ich bin schmerztolerant. Gibt schlimmer was. Mutter für werden, Standard. Ich nehme das locker, ich nehme das hier. Das ist für mich. Schnickschnack. Doch inzwischen hat Melanie ganz andere Erfahrungen machen müssen. Aber wie war es für dich, die Geburt? Anstrengend, ich war danach im Eimer. Jetzt suche ich mal bestimmt noch ein anderes Bild. Da ist Vater mit Kind. Wo ist Leon gerade? Ja, arbeiten. Deswegen ist er nicht da und ich manage den Tag alleine. Das heißt, er macht noch die Maßnahme vom Jobcenter? Richtig. Schon bei unserem letzten Besuch arbeitete Leon 3 Tage in der Woche in einem Supermarkt. Nicht wirklich freiwillig. Wenn ich arbeite, muss es mir auch Spaß machen, sonst habe ich da gar keinen Bock drauf. Welche Ziele hast du im Leben? Viel Geld. Was heißt das, viel Geld? Vielleicht 4.000, 5.000. Also halt ohne Abzüge. Wie willst du denn so viel Geld verdienen, ohne Ausbildung und ohne Studium? Das geht irgendwie. Was möchtest du denn arbeiten? Das weiß ich noch nicht so genau. Eher wenig arbeiten, viel verdienen. Mittlerweile trägt das junge Paar aber nicht nur für sich selbst die Verantwortung, sondern auch für ein Neugeborenes. Da wäre dann noch mein Goldschatz. Du hattest ja während der Schwangerschaft geraucht. Gab es da irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen? Er hatte anfangs Startschwierigkeiten. Er hatte Unterzuckerung vom Blut. Musste direkt auf die Neurologie oder wie das auch immer heißt. Kein Plan. Er hatte ein erweitertes Nierenbecken, erweiterte Gehirnkammer. Fehlstellung von Harnleitung. Er hat verkürzte Oberschenkel. Fällt aber nicht arg auf von außen. Und Hufeisenniere. Und das ist alles durchs Rauchen gekommen? Kam alles durchs Rauchen. Und wie ist das jetzt für dich? Das ist doch schlimm. Da es ja unter Beobachtung ist und weniger Diagnosen sind wie bei der Geburt, bin ich ein bisschen harmloser. Ist alles gut. Aber war dir das klar, dass es... Mir war klar, dass ich Schäden davon kriegen wird, ändern kann ich es nicht. Was soll ich machen? Durch das Rauchen in der Schwangerschaft hat Melanie ihrem Kind schwer geschadet. Auch jetzt zeigt sie kaum Reue oder Einsicht.
eine erschreckende Sorglosigkeit. Du hattest ja auch mit dem Jugendamt Kontakt. Haben die sich schon gemeldet? Die habe ich jeden Tag in der Backe. Das Jugendamt hatte ernste Bedenken, ob Melanie und Leon in der Lage sind, ein Kind großzuziehen. Ich muss nach Hause. Melanie, wie war's denn? Ich rede darüber jetzt nicht mehr. Thema ist beendet. Warum nicht? Thema ist beendet. Wie war denn die Stimmung? Thema ist beendet. Ich werde über das Jugendamt jetzt nichts mehr sagen, weil ich Anschluss kassiert habe. Kapiert ihr das nicht in eurem Erbsenhohn? Haltet ihr einfach eure verdammte Fresse, Mann! Das Amt hat entschieden, dass Melanie ihr Kind nur unter strenger Beobachtung behalten kann. Ich habe eine Familienhilfe zur Seite gestellt bekommen. Die achtet darauf, wie Noah versorgt wird, wie ich mit ihm umgehe, ob alles so passt, wie es gehört. Warum hast du die jetzt zur Seite gestellt bekommen? Haben die Sorgen, dass du es nicht hinbekommst, oder? Ja, richtig. Die denken, ich könnte Noah schlagen und ihm gegenüber eben handgreiflich werden. Wie kommen die da drauf? Aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich dort sehr viele schwere Körperverletzungen begangen habe. Was hast du gemacht? Ich bin mit dem Messer auf andere los und hab sie damit bedroht. Zu früheren Zeiten. Das ist krass. Ja, habe auch jemand damals Mord angedroht. Und habe ihn schwer verletzt in der Hand. Oh, warum hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich damals auch los bin auf meine Betreuerin. Juckt mich aber nicht mit. Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Bist du auf deine Betreuerin losgegangen? Ja. Ich hatte damals eine Betreuung, weil ich im Kinderheim war. Auf die bin ich los und dann bin ich aus dem Heim geflogen. Und was heißt los mit dem Messer, oder? Ja, 25 cm Messerklinge, Finger durchgesägt. Mit mir sollte man sich ja nicht erleben. Deswegen haben die auch die Sorge, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Schuldbewusstsein? Fehlanzeige. Es bleibt zu hoffen, dass Melanie und das Jugendamt einen gemeinsamen Weg finden. Aber wenn sie den Jugendamt zufriedenstellen, sollen sie es machen. Wenn sie keine anderen Hobbys haben, duckt mich langsam ja mal. Also brauchst du nicht die Familienhilfe? Eigentlich brauche ich keine Hilfe, aber das kapieren die ja nicht. Ich mache dir, was sie möchten, dann habe ich meine Ruhe und kann mein Leben chillen. Easy peasy. Ganz easy. Alles easy. Leichter geht's nicht. Gibt Schlimmeres. Melanie nimmt die Verantwortung als Mutter auf die leichte Schulter. Ihre Gleichgültigkeit ist schockierend. Holzminden im südlichen Niedersachsen. Über zwei der ca. 70.000 Einwohner haben wir schon einmal berichtet. Trotz schwerer Krankheit und wenig Geld ließen sie sich nicht unterkriegen. Ich bin Ute. Und ich bin Thorsten. Wir leben im Monat von 1.305 Euro. Unser Secondhand-Laden wirft zwar kaum Umsatz ab, aber die Arbeit gibt uns Kraft. Ute leidet an einer Darmerkrankung und starkem Rheuma. Die Willenskraft, mit der sie ihr Leben meistert, hatte uns bereits beim ersten Besuch beeindruckt. Ja, beruflich war es halt schwer, nichts mehr zu bekommen halt, ne? Das ist, weil kein Arbeitgeber mich halt mit der Krankheit haben wollte, ne? Ja, ich habe natürlich aber nicht aufgegeben. Aufgrund dessen, dass der Arbeitsmarkt nichts mehr für mich hat, habe ich eben kurzerhand mit meinem Mann mein eigenes Ding gemacht und habe einen Secondhand-Laden aufgemacht. Doch die Einnahmen waren gering. Das Paar sah das Problem in der Größe ihres Geschäftes und der damit verbundenen fehlenden Übersichtlichkeit und Ordnung. Viel über haben wir nicht. Die Unkosten zu decken und uns vielleicht 50, 100 Euro vielleicht im Monat, die er halt abwirft für uns selber. Der Laden ist halt eindeutig auch noch zu klein. Es ist zu ungeordnet und dementsprechend sind wir natürlich an dem einen Laden dran. Wäre das eure Rettung? Das wäre unsere Rettung, definitiv. Die lag direkt am Holzmindener Bahnhof. Auf 433 Quadratmetern wollte Ute ihren Traumladen eröffnen. Einige Umbauten waren noch zu erledigen. Ist ja hier doch alles voll, also von den Stühlen und Tischen. Bis wann könnten wir rein? Ende des nächsten Monats können wir damit beginnen. Oh, ja. Schön. Ja. Mit dem größeren Laden war für Ute und Thorsten das Glück perfekt. Das ist schon echt klasse. Also ich freue mich tierisch. Da wärst du motiviert. Ja. Da denkst du nicht an deine Krankheit. Ja. 6 Monate später. Wochenlang haben Ute und Thorsten am Aufbau des neuen Ladens gearbeitet. Doch nun? Heute wäre eigentlich unser großer Tag gewesen, wo wir unseren Secondhand-Laden eröffnen könnten. Wir haben lange gebaut, getan, eingeräumt, aber leider dürfen wir nicht eröffnen. Wir dürfen deshalb nicht eröffnen, weil, wie soll ich das erklären, weil es die Stadt nicht erlaubt.
Also vorgestern war welche von der Stadt da. Wir haben irgendwelche Nutzungsteile nicht. Ich sag jetzt mal Teile, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Die haben wir nicht und ich weiß gar nicht, ob wir die Genehmigung überhaupt kriegen. Das ist natürlich eine Katastrophe, aber na gut. Müssen wir halt gegen angehen, das schaffen wir schon. Ja, trotzdem ist es blöd, weil eigentlich hätte es heute sein sollen. Jetzt stell dir mal vor, wir dürfen hier nicht eröffnen, wir müssen hier komplett wieder raus und müssen woanders wieder noch mal 3 Monate. Das schaffe ich gar nicht mehr. 2 Tage vor dem großen Termin hat Ute den Beschluss erhalten. Sollten sie eröffnen, droht dem Paar bis zu 500.000 Euro Strafe. Im Moment ist es der Traum, der geplatzt ist, ja. Und ich weiß noch nicht, wie damit umzugehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch wenn es 2 Tage her ist, es ist noch zum Teil wie durch so einen Schleier, als ob es gar nicht wahr ist. Der neue Secondhand-Shop sollte für beide der Start in eine sorglosere Zukunft sein. In ihren Traum haben sie viel Zeit und Herzblut investiert. Das ist der erste Teil hier. Das ist die Kinderabteilung, die jetzt schon soweit fertig war. Was verbindest du mit dem neuen Laden? Ja, eigentlich mehr Einnahmen. Ich verbinde meinen Lebenstraum damit. Ja, eigentlich alles. Aber das wurde uns ja jetzt erstmal genommen. Waren Monate der Vorbereitung jetzt tatsächlich umsonst? Das hier ist jetzt noch unsere Damen- und Herrenabteilung. Und ganz hinten ist noch unsere Deko- und Haushaltsabteilung so ein bisschen zu sehen. Was mit dem alten Laden? Der alte Laden ist geschlossen, definitiv. Also von daher. Also finanziell seid ihr hier drauf angewiesen? Genau, wir sind finanziell eigentlich drauf angewiesen seit heute. Die 48-Jährige und ihr Mann leben am Existenzminimum. Die Ware könnte Geld bringen, doch darf nun nicht verkauft werden. Die Leute geben ja die Sachen auf Kommission rein. Und ich meine, wenn die natürlich nichts verdienen, dann kann es passieren, dass die ihre Sachen wieder rausnehmen. Damit ist uns ja dann auch nicht geholfen im Prinzip. Ne? Jeder Tag, der hier zu ist, das fehlt uns an Einnahmen. Bringt ja auch nichts, wenn man irgendwie was ins Netz stellt, holt die Sache nicht raus. Ja. Wie viel Miete zahlt ihr? Hier? Das ist Warmmiete 1.300. 1.300 und ihr wisst nicht, wann ihr öffnen dürft? Ja. Nein, definitiv nicht. Schon der alte Laden verschlang so viel Miete, dass kaum etwas vom Umsatz übrig blieb. Jetzt ist die monatliche Belastung noch einmal deutlich gestiegen. Und keiner weiß, ob das Paar jemals öffnen darf. Wir hoffen ja, dass der Anwalt mehr sagen kann, weil das ist unsere einzige Hoffnung jetzt. Dann lass uns jetzt das Gespräch vom Anwalt vorbereiten, die Papiere zusammenlegen, was er braucht.